Hallöchen, meine Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, zwischendurch, also nach der letzten Folge und dieser gab es ein paar kleine Änderungen. Erstens, wir haben unseren Volvo umgespritzt, neuer Lack drauf, passend, ne, Drache. Ich habe mir nämlich das Fantasy DLC runtergeholt, also vom, ne, runtergeladen, im Sinne von runterladen, jetzt, ne. Und ich habe noch das DLC Go East, ja, Going East oder Go East, auch noch gekäuft, sprich, wir haben zwei neue DLCs, einmal mit Lack und einmal mit neuen Städten. Wir schauen uns das mal auf der World Map an. Dazu gekommen, also in Polen hatten wir ja schon Stettin, Poznan und Warschau und ansonsten hatten wir nur Prag in Tschechien. Und Bratislava. So, das war's. Der ganze Rest, Budapest hier unten, der ganze Plumperquatsch, Gdansk hier oben, ist alles neu dazugekommen. Und das war's eigentlich. Also das ist mit dem Going East dazugekommen als Map. Ansonsten ein bisschen Karriere war es nicht, was ich zeigen wollte, sondern die Fähigkeiten. Auch ein paar Level-Ups sind jetzt hier bei der vierten Stufe, was ADR, also die Gefahrguttransport angeht. Stufe 3 für die Fernfahrten. Nächste ist dann als nächstes kommt dann hier die nächste Stufe, Stufe 4. Dann kommt zweimal für hochwertige und zerbrechliche Frachten. Einmal Just in Time, weil damit man mal Just in Time Fahrten kriegt. Fürs Benzinsparende fahren habe ich noch nichts ausgegeben, weil ich fahre eigentlich relativ benzinsparend aufgrund des Tempomats. Also beim nächsten Level Up kommt nochmal Fernfahrten dazu. Und jetzt kommt's, wir sind aktuell in, ich weiß es gar nicht mehr, ich bin so viel gefahren, nach Duisburg. Wir sind nämlich zuletzt von München nach Duisburg gefahren und jetzt ist nämlich in Duisburg was passiert, wir haben einen Auftrag und zwar auf nach Stettin. Stettin auf Deutsch, Stettin auf Polnisch. Wir müssen ein Heli transportieren, ein Hubschrab, Schrab, kriegen dafür 29.000, wenn wir es schaffen. Zeit, Fahrzeit sind 10 Stunden 43. Gut ist, wir haben gerade erst geschlafen. Das heißt, wir können in einer Tour durchfahren. Wir sind aber nicht vollgetankt, sprich, wir müssen auf jeden Fall nochmal tanken fahren. Aber wir werden die Fahrt jetzt direkt annehmen. Boom. So, ich habe ein bisschen rumgespielt an der Tastenbelegung. Blinker links, rechts sitzen jetzt auf Q und E. So, haben wir gerade am Hotel genächtigt. Und machen uns jetzt mal... Wie gesagt, ich habe hier gepennt, weil ich bin wieder nonstop von München nach Duisburg jetzt durchgefahren. Auch wieder eine Tour ohne zu schlafen. Und kam nach knapp 8 Stunden hier an. Also es war schon eine längere Fahrt. Hab mir jetzt auch den rechten Seitenspiegel ins Bild mit eingeblendet. Einfach, damit ich nicht immer so nach hinten gucken, zur Seite schauen muss. Damit das direkt... Wenn ich so, kann ich mich nach hinten gucken und sehe das direkt. Und muss ich groß die Kamera bewegen. Welche Seite ist denn das? Nächste rechts rein. So geht das nämlich auch mit dem Blinken etwas besser. So, wo ist er denn, unser Heli? Da steht er, aber wir haben ihn noch nicht verpasst. So. Ich hätte gern den Heli nach Tschetschen. So, da steht er. Denn wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, Schwertransporte durchzuführen, wobei so ein Hubschrauber, ich glaube, nicht als Schwertransport zählt im Sinne von schwer. Ja, auch rückwärts fahren habe ich mittlerweile gelernt. Ich habe mir einfach angewöhnt, hier auf der Seitenscheibe zu gucken und nicht schneller als 3 km/h zu fahren. Dann klappt das nämlich alles. Zack. Ruckt fast noch ein bisschen hin und her. Aber wir sehen, die Rotorblätter sind wahrscheinlich hinten drin, ne? Ja. So. Einmal kurz den. So. Moment. So, ich muss mich ganz kurz, damit wir hier was Ordentliches zu sehen haben. So sieht's hübsch aus, ne? Zack, Thumbnail. Ah, Feststellbremse mal lösen.
So, und auf geht er, der Peter. So, wie gesagt, Sprit ist fast weg. Wir schaffen mit Glück noch... Ah, da war es ja drin ja noch. 300 Kilometer. 600 müssen wir. Also wird das ein bisschen... hier wird's eng. Problematisch. Da, den Spiegel brauche ich noch. Damit ich weiß, was hinter mir los ist. Aber da vorne ist direkt eine Tanke. Und da wir sowieso in Deutschland tanken müssen, so oder so, wir kommen nicht drum rum, werden wir das machen. Erste Sache, ich weiß nicht, wie lange diese Folge geht. Also doch, ich weiß, wie lange die Folge geht. Aber nicht, wie lange die Fahrt geht. Also wenn ich sehe, die reguläre Folge mit 20 Minuten wäre nach... ist nach der Hälfte der Kilometer etwa runter. Dann, wird die Folge einfach zweigeteilt. Ansonsten schauen wir mal. Boop. So, Motor ausstellen und einmal volltanken. Beim Volltanken muss man immer die Eingabetaste gedrückt halten. Tja, mal gucken, was der Speis kostet. Beim letzten Mal war es ein knapper Tausender. Da habe ich aber auch ganz voll getankt. Da war ich noch richtig leer. Ja, ne? 927 Liter kostet der Spaß. Einmal voll tanken. Das waren 600 Liter. Also für 1,46 stand ja drin. Haben wir getankt. Jetzt aber Gas. So. Haben wir Tempomat richtig eingestellt? Knapp. So. Wollen wir mal hoffen, dass wir die Tour schaffen. Ohne größere Blessuren. Ich hoffe nämlich, dass wir wirklich ankommen, ohne irgendeinen Schaden zu nehmen. Wäre mein Ziel. Ich habe, glaube ich, den LKW vorher repariert. Ja. Also sollte es eigentlich klappen. Hoffe ich. So, schauen wir mal, ob da irgendwas kommt. Da ist leer. Da auch. Das klappt soweit. Klick, klick. Nächstes Ziel wäre dann, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja noch schon nächste Woche. Also für euch diese Woche. Für euch diese Woche, für mich nächste Woche. Also in der ersten Juni-Woche. Vielleicht schaffe ich es dann noch, das andere DLC zu holen. Also das Scandinavian-DLC. Weil dann haben wir die ganze Map. Wir haben alle Aufträge, die es gibt. Und haben dann vielleicht auch mal die Möglichkeit, einen Truck zu transportieren. Ich habe ja zwischendurch offscreen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt seht. Also wenn ihr mir auf Steam in der Freundesliste, wenn ihr mich da drin habt, dann habt ihr vielleicht ein paar Fotos gesehen. Es gab nämlich einen Auftrag, wo man einen Sattelzug hinter sich herzieht, also so Tieflader wie jetzt. Auf den drauf war ein Sattelzug und da drauf war ein Sattelzug. Also zwei Anhänger auf dem Anhänger. Quasi ein Anhänger, Anhänger, Anhänger. Und den musste ich transportieren von, ich glaube, von Zürich nach München. Bin mir gerade nicht sicher, glaube ich. Und das hat Spaß gemacht. Und das Ganze gibt es als Truck. Also ein, als LKW, ne, hier LKW, wir sind hinten auf dem Anhänger, sind denn drei oder vier LKWs drauf. Und zwar entweder Volvo oder Scania. Die beiden Werke gibt es. Und das Coole, die beiden Werke sind auch da, wo die Werke von Scania und Volvo Wirklichkeit sind. Also in RL und so. Und dann kann man da die Aufträge bekommen, dass man für Volvo halt Volvos transportiert nach keine Ahnung wo wohin. Also das ist cool, das freut mich schon. Und rausgekommen jetzt mit dem aktuellen Patch, ich glaube gestern war es, ist endlich, ich habe es ja schon angekündigt, dass jetzt gibt es immer noch Mercedes-LKWs, die hießen aber nie Mercedes, sondern Majestics oder irgendwie so. Habe ich vergessen jetzt, wie es genau war. Und das war halt so, weil hundertprozentig die Jungs von ETS, also die Entwickler, einfach keine Lizenz hatten von Mercedes dafür, die Fahrzeuge zu verwenden, die Fahrzeuglizenz. Das ist ja wie bei LS auch, da haben die ja auch keine Class-Traktoren, weil die Firma Class das nicht möchte. John Deere gibt es auch nicht, weil die Firma John Deere hat einen eigenen Traktor oder Farming Simulator. Und dementsprechend, die Lizenz für die Mercedes war halt nicht da, also haben sie aber trotzdem eingebaut als Marke. Haben die anders benannt, auch die Modelle anders benannt. Ich glaube, die hießen Arctic
den immer, statt Arctos. Und jetzt offiziell mit dem letzten Patch ist Mercedes offiziell dabei, sprich alle Majestics LKWs heißen jetzt offiziell Mercedes, haben auch offiziell den Mercedes-Stern vorne drauf. Es sind alles offizielle Fahrzeuge, also lizenzierte Fahrzeuge, ich sag mal offiziell, eigentlich heißt das ja nur lizenziert. Und, das ist was eng. Lieber langsam um die Kurve fahren. Und dementsprechend, ab sofort gibt es alle in Europa vertretenen LKW-Hersteller. Sprich, ich wiederhole es, glaube ich, ziehe die nochmal auf. Es gibt Iveco, es gibt DAF, es gibt Scania, es gibt Volvo, es gibt Renault, es gibt Mercedes. Habe ich irgendeinen vergessen? Moment, hier, guck mal. Also DAF, Scania, Iveco, Mercedes, Renault und Volvo. Genau, 6 Stück müsste es sein. Und das sind alle, die es gibt. Eigentlich fehlt mir jetzt noch eine LKW-Firma, und zwar die Firma Mack. Die ist aber eine US-amerikanische Firma. Dementsprechend, Speedy hat es begründet, es ist ja der Euro-Truck-Simulator, also wird es da keine Macs geben, deswegen. Also die Firma Mack nicht vertreten geben. Ich bin aber der Meinung, warum nicht? Denn auch wenn ich, sage ich mal, ein echter Speditionsmensch wäre, mit meiner eigenen Spedition, könnte ich mir ja auch in Europa LKWs der Firma Mack importieren. Natürlich wäre das vollkommen bescheuert, weil die halt Kohle kosten und gerade der Import von LKWs wird wahrscheinlich nicht das sein, was ich als günstig bezeichnen würde. Aber ich hätte ja die Möglichkeit. So, wenn die noch dabei wäre, gerade mit den schönen langgezogenen Schnauzen vorne, das wäre cool. Fände ich zumindest geil. Nur aber wir sind schon wieder viel zu schnell und warum sagt dir keiner was? So. Tempomat rein. Fahren wir wieder sparend. Dann können wir nämlich auch endlich hier die Infotafel wieder umstellen, auf wie viel Liter wir aktuell verbrauchen. Temperaturen. Tempomat stimmt. Wassertemperatur passt. Wir kommen 1000. Ach, wir schaffen es bis nach Hause. Locker. Und dementsprechend gesagt, die Firma Mack, die fehlt mir eigentlich noch. Das wäre geil und dann hätten wir auch alle LKW-Firmen, die es gibt. Ansonsten alle in Europa vertreten gibt es ja. Ich habe ja gestern eine Runde mit Speedy quasi gequatscht. Und ein bisschen lamentiert über ETS. Und was wir noch gerne hätten mit dem Shiro, habe ich auch ein bisschen getextet. Und, weil Shiro spricht ja nicht, ne? Ich habe langsam das Gefühl, Shiro kann gar nicht sprechen. Und da sind wir halt zu dem Schluss gekommen, dass erstens ein ETS wird noch weiterentwickelt. Also da wird es nicht so schnell ein ETS 3 geben. Shiro hat irgendwann scherzeshalber geschrieben, irgendwie so 8 Jahre noch wird ETS 2 existent sein. Ich glaube nicht so lange. Was wir uns aber alle wünschen, wäre ein besseres Management für die Angestellten, also für die eigenen Fahrer, die man hat. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, einfach mal in ETS 3, wenn der irgendwann mal käme, 2 Spielmodi einführen. Einen Spielmodus so wie hier. Vielleicht doch ein bisschen mit mehr Ländern aus Europa. Und einen zweiten Spielmodus, also den hier würde ich dann Arcade nennen. Da ist natürlich auch stark simulationslastig hier mit allem drum und dran, LKW und bla bla bla. Dass kein Schadensmodell da ist, ist mir vollkommen egal. Ist bei LS auch nicht da. Hat auch Gründe. Und was ich auch noch hätte, wäre denn ein Vollsimulationsmodus. Sprich die Möglichkeit, quasi ein Echtzeitmodus. Sprich, ich fahre von Köln nach Berlin meinetwegen oder wie jetzt hier von Duisburg nach Stettin. Und dann dauert die Fahrt mal nicht eben nur 20 Minuten, sondern die volle Zeit, die sie wirklich dauert. Ja, jetzt würde ich mir natürlich alle für bekloppt erklären, aber es gibt Flugsimulationen. Ich weiß es nicht, ob es der von Microsoft ist, der normale Flight Simulator. Es gibt aber die Möglichkeit bei einer Flugsimulation, entweder durch Mod oder ob es wirklich im Spiel drin ist, weiß ich nicht. Statt dieser, ich sag jetzt mal, gefaked, gekürzter Cage-Strecke, die Originalzeit zu fliegen. Die Möglichkeit besteht bei solchen Spielen. Warum auch denn nicht hier? Auch wenn es nur, ich sag mal, muss ja nicht dauerhaft sein. Es reicht ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, meinetwegen, ich sag mal, ich habe jetzt Bock, einen Livestream zu machen und ich habe vor, für eine einzige Fahrt kann ich das aktivieren. Ich kann sagen, ich fahre jetzt die Strecke von Duisburg nach Stettin in Echtzeit. Dann macht man halt einen Livestream. Das wird ja fast ein 24-Stunden-Stream, aber ist egal. Dann macht man meinetwegen einen Livestream, fährt die Strecke dahin, auch mit Schlafen, weil da muss man ja dann auf jeden Fall. Die Pausen kann man dann natürlich skippen.
Also denn die Pause, die Ruhezeit, wo dann pennt der Fahrer, das wird genauso arcade-mäßig simuliert wie hier. Aber dass man das Fahren voll simuliert, das wäre geil. Shiro meint, das wäre vollkommen blöd. Ihm würde es nicht gefallen. Mir persönlich würde es gefallen, aber es ist ja jedem seins. Was ist aber auf... Upala, falscher Blinker. Was ist aber auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall gerne hätten, wäre mehr Kontrolle über die eigenen Fahrer. Weil beim Shiro ist es wohl aktuell so, dass sein Fahrer, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt aufnehme, kaum Leerfahrten hat, eigentlich gar keine, aber dafür nur kurze Strecken fährt von so um die 2000 Euro oder so, die er einnimmt. Also nur ein paar tausend Euro, er fährt nicht weit. Kommt aber immer wieder zur Spedition, wo er angestellt ist, zurück. Sprich, er fährt von der Spedition, irgendeine Tour, ich sag jetzt mal, ich glaube die Spedition war in Erfurt, von Erfurt nach Hamburg und nimmt dann in Hamburg direkt die nächste Tour wieder zurück nach Erfurt. Und sucht sich dann wieder von Erfurt woanders hin was. Bei Speedy ist es wohl so, dass der Fahrer öfters mal Leerfahrten hat, während dieser Spielweise, also weil der ja immer wieder als Rückfahrt eine Fahrt nach Hause nimmt. Und wenn der keine kriegt, fährt er leer. Und bei Speedy fahren die wohl öfters mal leer. Und das finde ich halt doof. Also wir haben das noch nicht. Wird vielleicht diese Woche noch passieren, dass wir es hinkriegen. Dass wir uns dann, vielleicht nehmen wir einen Kredit auf. Ich sag mal, die Fahrt bringt jetzt hier, damit kommen wir über die 100.000. Und dann nehmen wir vielleicht einen Kredit auf von 400.000, bauen unsere Werkstatt aus. Das müssen wir nämlich, um einen Angestellten zu haben. Also Werkstatt sage ich schon, unsere Garage. Die müssen wir nämlich auf Stufe 2 ausbauen, die kostet uns 180.000. Dann brauchen wir einen Fahrer, was der im Monat uns kostet, keine Ahnung, oder pro Tag, ich weiß nicht, wie es abgerechnet wird. Und wir müssen natürlich einen LKW kaufen für den. Oder er kriegt unseren LKW hier, unseren schönen Volvo, und fahren dafür dann keine Einzelfahrten, also keine eigenen Fahrten mehr, sondern muss noch diese gebuchten Fahrten wieder, bis wir uns dann einen neuen kaufen können. Dann kann man aber auch einen geringeren Kredit aufnehmen. Würde ich sagen. Müssen wir mal schauen, wie ich es mache. Also ich werde hier nach der Aufnahme auf jeden Fall wieder offscreen einiges fahren. Mal gucken, wo wir uns von Stettin aus wo es hingeht. Vielleicht weiter nach Polen rein. Nach Warschau runter oder so. Und ansonsten, ja, gucken wir mal, wie wir es denn machen. So, 6 Stunden brauchen wir noch. Und die nächste Pause ist in 7 Stunden. Also kommen wir locker an. Wir kommen locker da an, wo wir hinwollen. Wir müssen... geradeaus, ne? Ja. Kommt da was von hinten? Nope. Und wie gesagt, ich hätte gerne wirklich dann mehr Kontrolle über den Fahrer im Sinne von Hans Dieter, mein Angestellter in Köln, setzt sich jetzt in LKW XY und fährt von Köln aus eine Tour nach Hamburg. Dann sehe ich aber schon, dass in Hamburg nochmal eine Tour möglich ist. Dann sage ich ihm, pass auf, wenn du in Hamburg bist, dann machst du eine Pause. Und es ist jetzt Montag, ne? Du fährst am Montag von Köln nach Hamburg, dann fährst du am Dienstag von Hamburg nach München meinetwegen, in München angekommen, machst du eine Pause und fährst dann, weiß ich nicht, nach Bratislava weiter, und solche Geschichten. Also dass man hier wirklich eine ganze Woche lang planen kann, wie er fahren soll, vielleicht sogar die Möglichkeit, sowas wie Stammfahrten zu machen. Also in Köln gibt es eine Firma, die produziert Zucker. Ne? Sagen wir, in Köln gibt es eine Zuckerfabrik. Gibt es keine, aber es gibt eine. Und die produziert regelmäßig Zucker. Jetzt sagen wir, in München gibt es eine Konditorei, die hätte gerne Zucker. So ganz, ganz viel. Jetzt beliefern wir die einmal pro Woche mit Zucker. Sprich, einmal pro Woche gibt es eine Fixfahrt von Köln nach München. Und die muss auch immer gefahren werden. Wir wollen nach Berlin, also müssen wir eh wieder geradeaus. Wir wollen nach Stettin nicht bei Berlin. Und woher weiß ich das? Weil ich fast aus der Gegend von Stettin komme. Also Grenzübergang Stettin ist von uns aus ein Witz weg gewesen. Also von meinem alten Heimatort. Es war einfach im Prinzip nur die Landstraße bis hoch nach Garz und dann in Garz über die Grenze rüber schon bis in Stettin. Quasi. Oder auf der A11 rauf, wenn man wollte, was aber Blödsinn wäre von uns aus gesehen. Weil von uns war die Autobahnauffahrt weit weg. Ich glaube, 40 Kilometer oder so. Weil die Autobahnauffahrt weg, da bist du schon eher die 40 Kilometer nach Stettin hochgefahren, nach Garz hochgefahren. Und dann über Landstraße nach Stettin rein. Dementsprechend, ne, fast, wir fahren fast zu mir nach Hause. Ich wohnte aber noch auf der deutschen Seite der Grenze, keine Panik. Falls da irgendwer wieder rummuckt. Oder falls irgendwer rummucken möchte. So, aber wir, so mehr Kontrolle über die Fahrten, über die Fahrtenplanung der Fahrer und mehr Kontrolle über die Fahrer.
Das wäre cool. Geht denn natürlich schon sehr stark mehr in die Planung statt in die Simulationsgeschichte rein. Also dann ist dann schon eher, warum bremst ihr hier alle, ihr Schweine? Das geht dann schon eher so in die Spielerichtung der Planer. Es gab ja diese Spielereihe der Planer, wo man ja auch LKW fahren konnte. Und da war es ja so, dass ich wirklich sagen konnte, ich fahre von A nach B, ne, und der Fahrer fährt dann da lang und dann da lang und dann da lang. Da kommt man die Erfahrung. Also das wäre noch cool. Und wenn die ja noch weiterentwickeln, ne, wir sehen ja, wir schauen mal, wenn wir angekommen sind in Stettin, uns mal die Map an. Wir sind schon wieder weit über der Zeit gerade rübergekommen. Und wir haben die Hälfte der Strecke geschafft. Ich würde sagen, wir suchen uns den nächsten Rastplatz. Wir ziehen mal hier rüber. Wo gibt es denn den nächsten Rastplatz? Da vorne bei der Tanke, da machen wir Pause. Und dann beenden wir auch die Folge. Jo, wie gesagt, also mehr Kontrolle über die Fahrer wäre schon schön. Und ja, ich beschleunige jetzt mit Absicht zu hoch, dass wir da schneller hinkommen. Also wär schon cool. Ich hätte schon gerne die Möglichkeit, mehr Kontrolle auf die Fahrer auszuüben. Und auch so Stammfahrten, also wirklich Stammlieferungen, meinetwegen immer Autoteile nach irgendeinem Autowerk bringen, regelmäßigen Abständen. Dafür einen Fahrer einteilen, ja. Dass man wirklich feste, fixe Fahrten hat. Meinetwegen auch erst später freischalten über Level. Wäre eine Möglichkeit. So, wir müssen, glaube ich, hier runter. Ah. Und wir kommen ja auch wieder auf der Autobahn rauf. So ist es ja nicht. Pause machen tun wir natürlich nicht, weil brauchen wir ja nicht. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuschauen in dieser Folge. Wir sehen uns dann übermorgen in der nächsten Folge wieder, wenn wir in Stettin ankommen und die Hubschrauber abliefern. Mal gucken, ob es genug Kohle bringt. Also bis dann. Tschö.